Liebe Genossinnen und Genossen, ich möchte, bevor ich zu meiner eigentlichen Rede komme, noch einige Takte sagen. Eben sind Flugblätter in diesem Raum rumgeflogen. Ich habe es mir durchgelesen, was da drin stand. Das Flugblatt endete mit den Worten: Antifaschismus hat kein Parteibuch. Ich möchte diese falsche Aussage hier an dieser Stelle zurückweisen. Denn selbstverständlich ist die Linke mit ihrem Gründungskonsens schon immer antifaschistisch gewesen. Und die Linke ist die Partei, die auf antifaschistischen Demonstrationen, bei Blockaden, bei Protestaktionen, bei Demonstrationen, bei Geflüchteteninitiativen mitarbeitet. Und deshalb hat es selbstverständlich an dieser Stelle ein Parteibuch, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich möchte auch hier an dieser Stelle ganz deutlich sagen, wer Sarah und die AfD, wie in diesem Flugblatt, im gleichen Atemzug nennt, der hat sie verdammt nochmal nicht alle, liebe Genossinnen und Genossen. Wir wissen alle, dass Sarah und Dietmar als die Fraktionsvorsitzenden in dem Bundestag einstimmig gegen das Asylverschärfungsgesetz gestimmt haben. Aber nicht nur das. Wir wissen, dass sie auch mit ihrer Politik gegen die soziale Kälte, wir wissen auch, dass sie mit der Politik für Frieden eine klare Kante gegen Nationalismus, Rassismus und Faschismus in diesem Land zeigen. Insofern bin ich sehr empört darüber, wenn Leute, die sich links nennen, sich hier auf diesem Parteitag hinstellen und solch eine Aktion vollziehen. Nicht nur das, liebe Genossinnen und Genossen, die Linksfraktion ist seit Jahr und Tag die Partei, die in der Türkei, die mit der Oppositionsbewegung in der Türkei gegen den Despoten und Sultan aus Ankara klare Kante gezeigt hat, die für Demokratie dort kämpft und damit auch natürlich gegen einen der größten Fluchtverursacher aus dem Nahen und Mittleren Osten steht. Wie kann man sowas nur machen, liebe Genossinnen und Genossen? Und ihr wisst auch alle, dass Sarah, und deshalb habe ich das an dieser Stelle betont, Spitzenkandidatin aus Nordrhein-Westfalen ist, aus meinem Landesverband ist. Und das wird Sarah auch auf dem kommenden Parteitag, dafür wird Sarah auch wieder antreten und sie wird bestimmt auch mit einer sehr, sehr starken Stimme aus Nordrhein-Westfalen wieder in den Bundestag getragen. Im nächsten Jahr, liebe Genossinnen und Genossen, haben wir nicht nur die große Bundestagswahl, wir haben auch eine kleine Bundestagswahl im Mai, die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen. Es werden schwierige Wahlen werden, aber ich glaube, dass wir als Linke als Landesverband Nordrhein-Westfalen die Weichen gut gelegt haben. Nirgendwo anders in der Bundesrepublik wächst der Armut so massiv wie in Nordrhein-Westfalen. Und das ist für uns ein klares Zeichen dafür, dass wir auch eine starke Linke in diesem Land, in diesem Landtag brauchen. Und deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, wir haben keinen Parteitag mehr vor Mai 2017, möchte ich euch alle bitten, lasst uns gemeinsam dafür kämpfen, dass wir jetzt stark in Berlin, in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch nächstes Jahr in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen in die Landtage ziehen, damit wir kraftvoll in den Bundestag ziehen können, mit Saft und Kraft. Dankeschön. Dankeschön, Özlem.